Früh am Morgen beginnt der Dienst für Martin Missel. Der Tierarzt aus Lohnsee hat sich auf Großtiere spezialisiert. Sein erster Patient führt ihn heute nach Weidenstetten auf den Hof von Werner Hai. Seine Kuh hat bei der Geburt Probleme gehabt. Primär übel war das, dass er sich nach der Geburt die Gebärmutter rausgeschmissen hat. Also ein Gebärmuttervorfall. Und dann aber schon festgelegen ist. Das heißt, man hat den im Liegen wieder reingeschoppt, Infusion gemacht, nächsten Tag nicht aufgestanden, nochmal Infusion gemacht, Blut mitgenommen, untersucht, gemerkt, was alles fehlt, wie stark das Kalzium fehlt, wie stark das Phosphor fehlt, wie sehr der Muskelwert verändert ist. Und die wird jeden Tag gedreht und jetzt muss er einfach, langsam soll sie aufstehen. Kühe, die mehrere Tage nur liegen, verlieren schnell ihre Muskelmasse. Dann können sie ihr eigenes Gewicht nicht mehr halten. Biobauer Werner Hai macht sich Sorgen um seine Gudula. Also aber im gewissen Punkt schon, man macht das teilweise schon. Also man hat das schon bei manchen Kühen 10 Tage gemacht, manche sind nach 10 Tagen wieder auf die Füße gekommen. Und manchmal ist es noch einfach so, wie der Tierarzt auch gesagt hat. Nach einem bestimmten Stadium muss man es einfach dann erlösen, weil man sieht, es geht noch länger, aber sie kommt nicht mehr auf die Beine. Zwar ist Gudula schwach, aber noch trinkt sie alleine. Ein gutes Zeichen. Martin Missel setzt zunächst eine Infusion. So, es läuft. Nehmen wir noch Blut mit, gell? Wer hat's Blutröhre? Ja. Das ist jetzt ein Schmerzmittel voraus, weil der Kuh ja eigentlich nicht zum Liegen gedacht ist, sondern eher zum Stehen. Dann nimmt er der Kuh Blut ab, um das später im Labor zu untersuchen. Mehr kann er vorerst nicht tun. Jetzt muss Gudula selbst Lebenswillen beweisen. In der Praxis von Ariane Rodewald muss heute Cassie behandelt werden. Die Praxishündin klagt über Halsschmerzen und frisst nicht gut. Deshalb muss Cassie heute selbst auf den Behandlungstisch. Als nächster Patient kommt Cassie. Ariane Rodewald tastet zunächst die Lymphdrüsen der Hündin ab. Das ist ganz häufig, dass Hunde Mandelentzündungen haben. Meistens sind das durch solche Keime verursachte Mandelentzündungen, die bei uns auch vorkommen, sowas wie Streptokokken oder Staphylokokken. Man kann das am Kehlkopf auch merken, wenn der Kehlkopf leicht verdickt ist und schmerzempfindlich und der Hund schwer schluckt. Spritzenabszessen gibt. Cassie bleibt eine größere Behandlung heute erspart. Sie muss nur eine kleine Spritze bekommen. Das lässt die Hündin seelenruhig über sich ergehen. Schnell ist das auch vorbei und die Patientin kann entlassen werden. Für Ariane Rodewald geht damit eine anstrengende Woche zu Ende. Sie hat jetzt erstmal Feierabend, auch wenn morgen sicherlich wieder neue tierische Patienten anstehen.